Abstiegsgipfel im Poststadion. Nach 3 Niederlagen in Folge das 4. Spiel unter Hansa-Coach Uwe Speidel. Der 52-jährige einst Co-Trainer bei Benfica unter Jupp Heynckes und José Mourinho. Heute sollen Big Points im Kampf um den Klassenerhalt gelingen beim Berliner AK. Die Berliner mit ihrem 3. Spiel unter Feuerwehrmann Volkan Uluc. Nach dem Sieg gegen Luckenwalde folgte eine 0:1 Niederlage in Erfurt. Rostock stellt mit 41 Gegentoren die schwächste Defensive der Liga. Shinji Yamada, der Kapitän, mit der ersten guten Chance nach 5 Minuten. BRK-Trainer Uluc sieht eine bissige Anfangsphase seiner Mannschaft. Nur 3 Minuten später, die Moabiter haben 1 Punkt Vorsprung auf Hansa bei 2 Spielen weniger. Ivankovic, Pilger, Gündüz mit Startelf-Comeback und wieder Pilger. Doppelpack gegen Luckenwalde, Pilger kam im Sommer von TB. Die Hanseaten bis in die 18. Minute mit verhaltenem Offensivfußball. Nico Neidhart von den Profis zur 2. Mannschaft beordert. Im Doppelpass mit Luca Wollschläger. Neidhart in den Lauf von Köster. Ivankovic greift nicht ein und dann Luis Labens. Völlig frei vor Zwick. Riesenchance auf die Führung. Ausrufezeichen von Hansa Rostock. Aufsetzer von Köster, nicht einfach zu verwerten. Labens macht vieles richtig, leicht verzogen. Glück für den BRK. Letzte Aktion vor der Pause. Die Berliner stellen die schwächste Offensive der Liga. Erst 14 Tore in 19 Spielen. Celotto gegen Wurr, Gündüz und dann Hendrik Wurr. 1:0 BRK. 3. Saisontor für den Innenverteidiger und ein ganz wichtiges. Hansa verpennt diesen Standard, kein Abseits. Alle Augen sind auf den Ball gerichtet. Gündüz steckt mit dem Kopf durch, Celotto verpasst. Nkoa haut dann noch unter den Ball und Wurr verwandelt im Stile eines Torjägers. Der BRK belohnt sich für eine engagierte erste Halbzeit. Hansa verpasst den 100%er und die Berliner mit Wurr effizient. Hansa kommt druckvoll aus der Kabine, 120 Sekunden nach Wiederanpfiff. Labens, starke Partie des 17-Jährigen, schickt Albrecht und dann Köster und Zwick. Rostock wird immer besser, arbeitet am Ausgleich. Hart umkämpfte Partie auf beiden Seiten, 65. Minute. Köster verliert den Ball gegen Schindler und Yamada. Pilger legt ab für Ivankovic. Last-Minute-Transfer im Winter kam aus der 2. kroatischen Liga vom HNK Šibenik. Feiert heute seinen 24. Geburtstag und scheitert am Aluminium. 5 Minuten später, ausgeglichene Partie im Poststadion. Der BRK weiterhin Spitzenreiter der ewigen Tabelle der Regionalliga Nordost. Rostock oft unsortiert. Der eingewechselte Bilbia, Celotto, verliert den Ball an Osave. Nicht mehr zu trennen. Ufumwen, Osave. 2:0 für den Berliner AK. 71 Minuten gespielt. Osave erhöht für den Athletic Club. Ausgebildet in Leverkusen. Sein 4. Saisontor. Kein Druck auf Bilbia. Celotto mit dem Fehler bei der Ballannahme und dann hier der leichte Kontakt am rechten Fuß von Celotto. Henry Müller lässt weiterlaufen, Nkoa und Neidhart können nichts mehr ausrichten. Osave schließt platziert ab zum 2:0. Reaktion Hansa Rostock, 80. Minute, Neidhart bringt den Ball weit rein. Hadjadj in den Fuß von Albrecht. Wahnsinns-Direktabnahme des gebürtigen Rostockers. Albrecht gewann 2018 die A-Juniorenmeisterschaft mit der U19 von Hertha BSC. Mit seinem goldenen Rechten schweißt Albrecht ein zum 1:2. Rostock wirft gegen Ende alles nach vorne, löst die eigene Ordnung auf. Räume entstehen für den BRK Bremer. Auf Oliver Schindler. Starke Parade von Hagemoser im Tor der Hanseaten.
Es bleibt beim 2:1. Der Berliner AK gewinnt den Abstiegsgipfel und setzt sich in der Tabelle mit 4 Punkten ab vom Tabellenletzten aus Rostock. Auch im 4. Spiel unter Uwe Speidel verliert die Hansa-Kogge. Heute war vieles schwer auf dem Platz, muss man sagen. Ich glaube, der hat uns nicht in die Karten gespielt. Trotzdem werden wir genauso weitermachen. Ja, wir werden weitermachen, wir werden weiterarbeiten. Wir werden versuchen, das nächste Spiel zu gewinnen. Und am Ende müssen wir sehen, wo wir sind. Ein paar Worte zum Abschluss noch zu den Fans, die Sie heute hier zahlreich unterstützt haben. Ja, das ist in Rostock ist einmalig. Ja. Das ist bei den Profis so, das ist auch hier so. Das ist eine ganz, ganz, ganz eigene Qualität und wir freuen uns jedes Mal. Wir würden den Jungs natürlich auch gerne mal das eine oder andere Tor und den einen oder anderen Punkt bieten. Ja, aber gerade die Tatsache, dass wir immer wieder unterstützt werden, zeigt, dass alle hinter der Mannschaft stehen und dass alle honorieren, wie die Jungs arbeiten und wie sie alles reinwerfen. Und was das angeht, können wir heute der Mannschaft wirklich keinen Vorwurf machen. Wie in den 3 Spielen vorher auch nicht. Es fehlt dann einfach an der entscheidenden Stelle das Tor. Ich glaube, es ist Ihre 4. Station beim Berliner AK bereits. Was bedeutet der Verein für Sie und was haben Sie mit dem Team angestellt? Sie haben jetzt schon 2 Siege eingefahren in 3 Spielen. 4 Saisonsiege gab es erst insgesamt. Genau, das ist natürlich erstmal ein schönes Gefühl und mit dem Verein verbindet mich wirklich sehr, sehr viel. Ja, wenn man 4-mal beim gleichen Club arbeitet, natürlich immer unter schwierigen Konstellationen, dann ist das was... was ganz Besonderes. Ich denke auch vom Vereinsseite, von meiner Seite, dass das passt. Ich versuche dann natürlich immer zu helfen, wo ich kann. Aber ich hoffe natürlich für die nächsten Jahre, dass der Verein und der Club in ruhigere Fahrwasser da gelangen kann, dass man da einen Tick leichter arbeiten kann. Aber wir müssen die Situation annehmen. Ja. Die Jungs haben das angenommen, haben bravourös gekämpft. Ich denke, dass es für die Regionalliga wirklich auf einem sehr, sehr guten Niveau war. Rassige Zweikämpfe, Herzschlagfinale zum Schluss durch den Anschlusstreffer. Wir sind glücklich, sehr wichtige 3 Punkte, aber wie gesagt, ist noch ein langer Weg. 3 Siege aus 22 Spielen. Der jüngste Kader stößt in der Regionalliga an seine Grenzen. Der BRK hingegen feiert Big Points im Kampf um den Klassenerhalt.